Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe World of Tanks Let's Play Replay. So in der Form kann man es schon sagen. Und zwar mit dem IS-8. IS-8 ist gleichzeitig der Panzer, den ich als erstes auch auf Stufe 9 hatte. Gespielt von Erich 67 von den Wildgänse. Ich glaube, WG sind Wildgänse. Ansonsten haut es mich bitte nicht, wenn das falsch ist. Ich bin nicht so in der Clan-Szene involviert. Aber ansonsten IS-8. Ein Zwischending, würde ich fast sagen, zwischen Medium und Heavy gespielt. Also er fühlt sich jetzt nicht so ganz klassisch nach dem klassischen Heavy an. Ist ein bisschen mobiler, hat aber dafür eine tolle Kanone, die aber ab und an zur Diva-Haftigkeit tendiert. Und jetzt schauen wir doch mal, was er hier so auf Lakeville macht. Ihr seht, die Teams eine in der Tendenz etwas besser bei ihm. Aber wir gehen mal auf die Kanone. 258 Durchschlag bei 440 Schaden. Und wenn das nicht reicht, dann hat man auch noch die Premium-Knifte dabei. Beziehungsweise die Premium-Granaten. Ja, das ist toll. Was jetzt schon mal wieder ungewöhnlich ist, dass er hier der Einzige ist, der den Mittelspot macht. Also gerade hier ist eigentlich ganz gern mal überlaufen. In dem Fall aber mal nicht. Dafür ist er jetzt offen. Und muss dann hier wirklich aufpassen. Weil das kann sonst ganz schnell ganz falsch ausgehen. Arti haben sie Gott sei Dank keine. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und hier kommen schon die ersten Schüsse rein. Da kommt jetzt ein 121. Ah, der war optimistisch. Sehr viele Gegner auf der 1er-2er Linie. Wahnsinn. Ich hab das. Ah, jetzt kommt der 121er. Mich würde mich interessieren, wo die ganze Zeit die Schüsse hingegangen sind. Ob das Blindshots waren, aber ja. Jetzt der 121er steht auf jeden Fall sehr schön für ihn. Da kann er gleich nochmal einsetzen. Jo, nice. So, jetzt denkt sich der 121er vielleicht gerade. Oh, ich habe hier mir eine ganz schön beschissene Stelle ausgesucht, wo ich hier stehen bleibe. Und die 55 HP macht er auch noch weg und macht den Kill. So, 121er. Du wirst dich wahrscheinlich da so schnell nicht mehr hinstellen. Jetzt der M103, das nächste Opfer. Und auch der bekommt einfach mal schön die Schelle in die Seite. Und auch der denkt sich jetzt, okay, ich fahre mal da lieber weiter. Ist da nicht so schön, wie ich immer gehört habe. Kommen sie da oben rum? Passiert da irgendwas? Also die Stelle, an der er jetzt steht, die ist immer beliebter im Spiel geworden. Ich selber fahre als Heavy dann doch noch lieber in die Stadt. Ah, da hat er leider nicht getroffen. Aber in dem Fall, gerade wenn hier wie hier gar keiner steht und den Mittelspot auch keiner macht von den Scouts, dann auf jeden Fall könnt ihr die Stelle auch zu eurem eigenen, machen. Ja, der VK. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Position, die ich für ihn jetzt hier unten nehmen würde übrigens. Auf J2. Natürlich soll am Ende jeder spielen, wie er will, aber mit dem Panzer, da sollte man doch vielleicht eher an die Front gehen und nicht den Sniper raushängen lassen. Zusammen mit den TDs. So, 4:3. Weiter geht's. Jetzt fahrt er mal wieder die Mitte ein bisschen weiter entlang. Und deswegen sieht man jetzt, was ich meine. Er kommt ja gut auf eine Geschwindigkeit. Muss jetzt zwar leider wieder abbremsen, aber davor auf guten 45 km/h. Oder AMX 50B. Vielleicht kriegt er den nochmal auf und dann Unterstützung. Ne, er fährt nicht weiter, er zieht sich dann doch wieder zurück. Na? Randy Katana im Objekt zieht sich wohl auch zurück, wenn der Wladimir Putin da gegen ihn fährt. Nein! Da hat er perfekt abgebremst, dafür, dass er eben nicht getroffen hat. Und
So, aber wenn sein Team jetzt hier weiter drückt, dann kriegt er hoffentlich auch nochmal das Objekt auf, beziehungsweise kann auf ihn wirken. Da ist es doch schon wieder. Steht aber jetzt für ihn unerreichbar hinterm Haus. Das ist natürlich unglücklich. Aber mal blind hingehalten. Könnte auch getroffen haben. Sehen wir aber das nächste Mal erst. Ja, der wirkt, als ob er getroffen hätte. Und jetzt nimmt er den raus. Sehr schön. Und jetzt braucht er dann Unterstützung mit dem AMX und dem VK. Aber der AMX hat sich schon mal ein bisschen weiter weg bewegt. Das heißt, er kommt jetzt gut drauf hin drauf. Gun Depression ist leider nicht so toll. Dementsprechend ist es hier nicht so leicht, aber konnte es jetzt... Oh, jetzt kommt der Waffenträger. Jetzt lass doch mal den Waffenträger durch. Lass doch Papa mal machen. Ja, erster Hit. Er macht den zweiten. Und der Waffenträger wird wahrscheinlich jetzt nicht dem... Er prallt ab. Naja. Hat er genug Granaten im Magazin. So, jetzt... Ist natürlich ungünstig, dass der Waffenträger jetzt vorhin gekommen ist, weil er wäre unter der Hand etwas schneller als er. Jetzt kann ihn außen überholen, übernimmt die Führung praktisch. Und es gibt Szenenapplaus von den Fans. Ja. So, da haben wir auch noch einiges. Die Badget. Nein! Da verfehlt er die Badget. Aber jetzt nochmal in Ruhe, komm, in der Ruhe liegt. Ja, der macht den jetzt. So, wo ist der T49? Der wäre mit seiner HI-Kanone auch nochmal ein bisschen nervig. Deswegen, er war halt, Mann. Er hat aber auch teilweise ein Pech, der arme Kerl, ey. So, jetzt kommt hier der VK und Su 122,54 und beide... Treffen ihn zwar durch Schlange nicht, erst der IR-7 schafft es, ihn dann wirklich Schaden zu machen. Aber jetzt endlich T49 weg. Sehr gut. Sein Team auf der 1-2-Linie wird langsam auch mutiger und drückt hier ein bisschen jetzt weiter vor. Jetzt wäre da so der Moment, wo der Waffenträger mal wieder kommen dürfte. So, Waffenträger kriegt da einen. Wundert mich auch, dass vom Objekt von da drüben nichts kommt und doch, da kommt der Hit. Jetzt kommt der Waffenträger. Waffenträger, HE, der ist erste. Nochmal ein. Nochmal ein. Und nochmal ein. Nimmt die Suche raus, nimmt den IS-7 raus und jetzt fahrt er wieder zurück. Dementsprechend im Reload. VK trifft hier. Kommt hier durch. Und jetzt mit Auto-Aim um ihn rum. Ihn hier ein bisschen ablenken. Da nochmal schöner Hit. Er schießt jetzt hier auch mit Premium, aber absolut akzeptabel, würde ich genauso machen. Scheinbar ein türkischer Landsmann, auf den er hier schießt. Zumindest besagen das die Fahnen an der Seite. Aber jetzt mach ihn weg! Macht ihn weg, sehr schön. 5 Kills, einen bräuchte er noch zum Krieger. Da hat er auf jeden Fall noch 3 mögliche Konstellationen dafür. Der E5 bietet sich ja förmlich schon direkt an. Ja, genau. Ja, sehr schön. Er macht den Krieger. Sehr nice. Und jetzt noch ein E100 und ein 113 am Leben. Aber die werden jetzt hier gerusht. Und dementsprechend werden sie zerstört. Und da sind sie alle tot. Deswegen gehen wir hier auf das Bild vom IS-8. Ein, wie ich finde, sehr schöner Panzer. Er hat mir selber sehr viel Spaß bereitet. Ab und an etwas Kummer, aber das gehört zu einer großen Liebe dazu. Ohne Kummer geht's halt einfach nicht. Ja, 6 Kills, 5458 Schaden war es unterm Strich, weil er das Objekt da noch gehittet hat. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's schon viel Spaß gemacht. Bis bald, euer Alcaramba.